In einem netten Kommentar wurde ich gefragt, ob ich mal zeigen kann, wie man standardmäßig die Brühgruppe bei einem De'Longhi-Gerät raus und wieder reinmacht. Hier haben wir jetzt die Primadonna Soul. Das geht aber auch bei der EKAM 2210B oder vergleichbaren mit dieser Brühgruppe. Ganz wichtig, die Maschine muss im ausgeschalteten Zustand sein, damit die Brühgruppe eine gewisse Stellung hat. Dann nehmen wir den Wassertank hier raus und dann haben wir hier eine Serviceklappe. Die kann man auch komplett wegmachen. Das ist aber ein anderes Thema. Dann haben wir hier diese zwei roten Drückelemente. Die drücke ich beide zusammen und ziehe die Brühgruppe raus. Reinmachen geht genauso einfach, wenn ich die sauber gemacht habe. Ich setze die grob an und halte die dann hier vor. Und wenn es Klick macht, ist sie drin. Serviceklappe wieder zu und anschließend den Wassertank wieder reinschieben. Und dann könnt ihr euren Kaffee wieder genießen. Richtig einfach und ich hoffe, ich konnte euch helfen.